Miniaturmodellbau ist eine tolle Möglichkeit, deinen Film aufzuwerten, besonders wenn du wie ich keine Ahnung von After Effects und Co. hast und gerne bastelst. Das Tolle daran, auch wenn der Effekt am Ende nicht perfekt ist, hat das Bastelmodell doch einen gewissen Charme und ist für die meisten irgendwie sympathischer als ein schlechtes CGI-Modell. Vier Tipps zum Modellbau für deinen Film. Tipp 1. Mit aufgebauter Kamera bauen. Daraus ergibt sich meist ein dreieckiges bzw. trapezförmiges Modell. Wenn du die Kamera schon von Anfang an aufbaust, stellst du sicher, dass du nichts umbauen musst und dein gesamter Bastelaufwand auch sichtbar ist. Das heißt natürlich auch, dass dein Modell von hinten hässlich sein darf. Tipp 2. Baue das Modell möglichst groß. So ist es viel leichter, Realismus zu erreichen und es sieht weniger nach Modell aus. Hier bei meinem Friedhofsmodell zum Beispiel ist das nur ein Verhältnis von ca. 4 zu 1. 1 zu 4? 4 zu 1. Dritter Tipp. Ein Spezialtipp für euch Kamerafreaks. Objektiv abblenden. Da ein Modell ja kleiner ist als die Realität, ist die Kamera im Verhältnis dazu übermäßig groß. Um dem entgegenzuwirken, stark abblenden, um eine Schärfentiefe wie in groß zu bekommen. Also ruhig mal in den Bereich Richtung Blende 11, Blende 16 oder vielleicht sogar 22 gehen. Tipp 4. Sell the effect. Den Effekt verkaufen. Nutze alle Tricks, die dir einfallen, um das Modellhafte zu kaschieren, ein bisschen abzulenken, dramatisch beleuchten, vielleicht einiges im Dunkeln lassen, ordentlich Color Grading oben drauf hauen, digitale Ergänzungen, Nebel, Regen, was euch da so einfällt.